Moin Moin, willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Legion D2 im Ranglistenmodus. Ich sehe schon, mein Kollege hat jetzt gerade auf Auszahlung sich eingespielt. Ich gehe auf Burg. Das wird dann so ein bisschen das Late Game machen. Welcome to Nova. Fürst des Todes ist mega geil. Den nehme ich raus für die Katzen. Wenig Tanks. Ich habe sehr wenig Tanks. An sich gefällt mir die Zusammenstellung ganz gut. Deswegen nehmen wir das auch. Drei, vier, fünf, sechs, sieben. Das heißt, wir machen hier erstmal einen Katzenstart. Ich mache ein Upgrade. Und Metzger, okay, gut, da hätte eine Schnecke auch nichts gebracht zu schicken. Der Fiesta. Glaube ich zumindest. Bei einer Drohne soll die Fiesta sein. Oder geht mega auf Worker. Eins von beiden. Die Masken mit rein, damit ich schon ein bisschen Fernkämpfer habe und dass sich der Schaden ein bisschen verteilt. Double Snail, okay. Sollte ich easy halten. Hier ist der Pirat. Okay, ist wohl schon doch kein Fiesta. Da muss man so ein bisschen aufpassen. Ich mache mehr Stacks rein. Ob die Turtle rausgeht. Der Robo. Nee, tut er nicht. Okay, er hat noch einen Ninja. Das heißt, ich schicke ihm jetzt den Robo rein. Im besten Fall dann noch einen. Ich habe meine Maske auf. Hauen zwei Robos für ihn rein. Hier wird ein bisschen verkackt. Aber ich sollte erstmal safe sein. Auch wenn ich jetzt gleich bei magischem Schaden nichts habe. Ah, den Wolf direkt aufgewertet. Ich glaube nicht, dass ich durchkomme. Gerade weil die gesplittet angreifen und nicht alle auf ein Ziel.
Dann hätte es vielleicht noch Sinn gemacht. Okay. Machen wir weiter King Upgrades. Katzen Upgrades. Ich bin genau im Value, das ist sehr gut. Also wird jetzt hier was schicken. Hat schon 8 Worker, aber er hat auch Healing. Elementar. Katzenheal. 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 Das ist sehr gut. Oh, das war knapp. Ah. Mini-Leben. Schade. So, hier bin ich jedenfalls ein bisschen schwach. Auf der Wave. Die nächsten sind dann wieder besser. Ich mache einfach Upgrades, damit ich dem kein unnötiges Gold gebe. Ah, greift doch den Hermit an! Scheiße. Das ist nicht so gut gelaufen. Aber nächste Wave, die nächsten beiden bin ich stark. Da muss ich mich nicht drum kümmern. Und er ist schwach, die nächsten Waves. 185. Wenn ich hier die Stacks reinpacken. Oh, dann kann ich auf jeden Fall noch einen Worker pushen für die nächste Wave. Ich habe erstaunlich wenig Einheiten auf dem Feld. Aber konnte halt die Katze gut upgraden. Der Wolf ist gleich down. Das ist viel Gegengehalt mit dem Metzger. Gehen wir noch mit dazu gestellt. Hat übelst overbuildet. Zack. Ich werde hier Turtles gehen wahrscheinlich oder einen Dino. Ein Dino macht schon Sinn. Machen wir hier ein Upgrade. Die zwei Stacks da rein. Und den King Upgrade mit dazu. Das einfach nur um Einkommen zu generieren, weil ich da gerade nicht durchkomme. Und ich bin vom Einkommen her ganz unten. Aber das war gar kein Problem. Das heißt, die werden diese Welle schicken.
Der ist durch. Hier überlebt der Jünger noch. Ich muss was mit reinschicken, damit ich mein Einkommen aufbauen kann. Weil ich so weit zurückliege. Also ist nicht wirklich viel. Es ist nicht wirklich viel, was ich zurückliege. Mit dem Nimbus können wir einiges reißen. Machen wir noch eine Maske geben, weil ich brauche gerade den Schaden. Den Mimik reingeschickt. Masken habe ich genug. Den Yuzora nehme ich mit. Und die. Ich habe gehofft, dass ich was Starkes kriege gegen die 10, aber das sieht nicht so aus. Dann müssen wir jetzt damit zurechtkommen, was ich habe. Yuzora ist natürlich nicht schlecht. Dann kann ich den noch mit reinpacken. Da habe ich so ein bisschen Variation zumindest. Aber es wird eine harte Runde. Ich liege ganz schön weit zurück. Und was Worker angeht, aber ich kann mir gerade keine leisten. Weil ich zu viel verkacke, die Runden. Jetzt habe ich den jetzt mal gehalten. Das wäre schwierig. Wenn der jetzt da was geschickt hätte, egal wie klein, da hätte ich verkackt. Also, die habe ich gehalten. Aber meine Masken, da weiß ich nicht. Ich glaube, die schaffen das nicht. Nee. Das könnte mich zurückbringen ins Game. Aber ich glaube, es ist zu riskant. Es wäre zu riskant gewesen. Und schick mal noch was mit rein. Jetzt habe ich einen Fürst des Todes. Oh, Yuzora ist schon down, ich von Lane ist schon weg. Fürst des Todes auch weg. Wir müssen Locker bauen. Ganz schön durchgebrochen. Mit dem Voreis. Ich hole noch einen. Bis in die nächste Runde sind wir relativ safe. Dadurch, dass das eine Stichwave ist. Komm, scheiß drauf.
Wir holen jetzt alles an Workon rein, was ich reinholen kann. Auf 14 wäre gut. Weil das ist meine einzige Chance. Ich muss ja durchbrechen. Wäre nicht schlecht für ihn. 13. Mit 13 kann ich aber auch noch leben. Wir bauen die so auf. Haben hier noch zwei Stacks drin. Und dann hoffen wir, dass wir überleben. Weil die werden jetzt schicken. Vermute ich mal. Hm. 360, jetzt kommt es drauf an. Wenn wir bis dahin überleben, dann gerne, ja. Oh, das schaffe ich nicht. Kacke. Die waren uns einfach überlegen. Ja gut. Dann war es eine weitere Runde Legion. Schaut gerne bei anderen Videos mit vorbei. Bis dahin, ich wünsche euch einen entspannten Tag. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.